Zum Wochenstart möchten wir auch einmal wieder auf die asiatischen Werte schauen, auf die Technologiewerte, die natürlich ein bisschen unter Druck geraten sind in den letzten Wochen. Wir hatten schon mehrfach darüber berichtet. Deswegen gibt es hier eine kleine charttechnische Rundschau. Zu dieser charttechnischen Rundschau würde ich beginnen mit der Tencent Holding, auch hier im Internet eine wahre Größe, die aber über die Beteiligung auch ein bisschen Probleme bekommen hat in China. Es gibt Regulierungsthemen, es gibt Beschränkungen für Teilnehmer, die unter 18 sind, von der Zeit her und so weiter. Also da muss man genau hinschauen und auch beim Chart haben wir genau hingeschaut. In der letzten Woche hat sich nämlich die Tencent angeschickt, hier vielleicht diese Abwärtstrendlinie längerfristig zu brechen. Das sah erst einmal ganz gut aus an diesen Tagen, wo es geschehen ist, aber die Aktie hat sich in Hongkong-Dollar gerechnet um die 500 festgefahren und jetzt aktuell mit der heutigen Minustendenz von über 2% zum Wochenstart auch wieder ein Stück weit auf diese Linie fokussiert, beziehungsweise kann man diese Linie dann, wenn sie unterschritten wird, auch neu justieren. Man muss sie sogar neu justieren, charttechnisch, denn dann stehen womöglich hier diese Unterstützungen, die wir schon aus dem Juli das erste Mal gesehen haben, auf der Agenda. Und vielleicht klappt beim nächsten Anlauf das Ganze auf der Oberseite diesen größeren Trading-Bereich zu durchdringen. Der stammt aus einer Seitwärtszone aus vergangenen Jahr im Sommer, Juli. Also da ist die Aktie häufiger hier hin und her geschwankt. Hier gab es dann auch mal eine Gegenreaktion. Dann ist das Ganze zu einem Widerstand geworden. Ein kleiner Dip zur Trendlinie, dann wieder darunter. Also ich finde die Aktie spannend vom Geschäftsgebaren, was sie an den Tag legt, also was sie auch für Geschäftszweige hat. Aber charttechnisch kann man hier noch keine Entwarnung geben. Das als ersten Wert, die Alibaba ebenfalls. Ein Wert, den wir öfters uns angeschaut hatten, da hat es mit einem Trigger für eine Long-Position bei mir nicht gereicht im Trading. Also ich hatte darauf gesetzt, dass in diesem Abwärtstrendkanal, der sich ab Juli ausgebildet hatte, bis in den Oktober hinein, dass wir noch den letzten kleinen Test sehen an diese grüne Unterstützungszone. Woher kommt diese? Das ist nämlich die Unterstützung gewesen aus dem Jahr 2018, also schon 3 Jahre zurück. Dennoch hat es der Markt eben mir nicht gegönnt und es gab eine sehr dynamische Gegenbewegung, die aber und auch da keine Entwarnung im großen Chart im Bild aus meiner Sicht noch nicht diesen Abwärtstrend überwunden hat. Also kurz davor eingebremst, jetzt auch wieder nach unten, heute wieder 2% im Minus. Das heißt, wir hatten, also wenn ich heute sage, dann sind das die letzten Notierungen an der New York Stock Exchange vom Freitag. Das heißt, wir haben hier vielleicht auch nochmal einen Test dieser unteren Region für eine Möglichkeit im Auge behalten, von wo aus der Kurs sich dann mit mehr Schwung über diese Abwärtstrendlinie nach oben arbeiten kann. Also Alibaba, sehr, sehr spannend. So ähnlich wie eine Amazon, aber eben auch mit Beteiligung so ein bisschen im Visier der chinesischen Regierung, weil Größe allein eben der Regierung auch nicht mehr gefällt. Das war mal eine Zeit lang so, aber mittlerweile möchten sie natürlich auch mehr Einfluss haben, auch auf Unternehmen. Und wenn dann Unternehmen zu groß geworden sind und zum Alleinläufer werden, dann ist die chinesische Regierung hier durchaus aufmerksam. Es gibt noch einen dritten Wert und der sieht besser aus, würde ich sagen. Der ist schon ein Stück weiter an die Abwärtstrendlinie rangelaufen und das ist die Softbank, die notiert oder ist ein japanisches Beteiligungsunternehmen, hat einige Beteiligungen unter anderem auch mal an der Deutschen Telekom gehabt, im letzten Monat wieder verkauft. Also da werden auch internationale Beteiligungen auf und abgebaut und deswegen ist die Aktie natürlich mit unter Druck geraten. Weil wenn die Beteiligungen an den Unternehmen hier quasi Kapital gegeben wurde, nicht laufen, ja, dann läuft die Softbank als große Dachgesellschaft der Beteiligung natürlich auch nicht gut. Klar, dann gab es mal hier eine Gegenreaktion, das war die Geschichte mit der Telekom, T-Mobile und so weiter, hatten wir auch darüber berichtet. Und aktuell sieht es bei der Dreiecksformation eher danach aus, als ob dieser Boden hält und wir dann einen neuen Impuls bekommen können, wenn diese Abwärtstrendlinie gebrochen wird. Also von den dreien halte ich die Softbank am attraktivsten, wenn der ganze chinesische Internetsektor wieder anläuft oder allgemein die Tech-Giganten hier wieder zulegen. Dann auch eine Tencent als sehr attraktiv und Alibaba ist so ein bisschen ein Urgestein, weil auch der Versandhandel
hier sehr dominant ist und alle drei zusammen. Vielleicht gleicht sich das so ein bisschen aus vom Risiko, wenn es einzelne Meldungen gibt zu den Unternehmen und man kann dann mit so einem Korb an mehreren asiatischen Werten ein bisschen ruhiger schlafen. Wenn der ganze Markt natürlich nach unten geht, dann nicht, klar. Aber es ist auf alle Fälle aus meiner Sicht aussichtsreicher, wenn man sich an mehreren von diesen Technologiekonzernen parallel beteiligt. Das wäre so meine Idee, charttechnisch basierend, nur meine Meinung, keine Handelsempfehlung und keine Anlageberatung.